Dann wollen wir mal schauen, wo denn das Ding ist, dieser Eingang. Aber hier auf der Map sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen. Könnte das denn sein? Oh, da ganz am Anfang, da hatten wir noch so eine Kugelstelle hier. Ja, und da können wir auf jeden Fall noch durch. Aber das wird es doch nicht sein, oder? Boah, ich bin echt am Grübeln. Kann das nochmal hier komplett oben sein? Also ich sehe halt keine Öffnung mehr. Und wir wissen halt nicht, ob ab am Anfang ein Gang war oder nicht. Aber ansonsten, also ich wüsste halt nicht, wo ich sonst hingehen sollte. Ja, entweder machen wir viel zu wenig Schaden oder die Gegner haben einfach zu viel Energie. Das altbekannte Problem, das ich jetzt seit ein paar Folgen habe. Also entweder ist mein Team nicht gut genug oder es soll so. Keine Ahnung. Das war eigentlich hier rechts noch. War da einfach nur eine Sackgasse? Da war mal ein Gang, ne? Wo wir mal durch konnten. Ich glaube zumindest. Ja, ich weiß jetzt halt nicht genau. Ich laufe jetzt einfach erstmal zu dem Ding da oben. Und falls da irgendwie noch was sein sollte, also mehr zu Schatz zu, erwarte ich da ehrlich gesagt auch nicht. Auf wenn da mehr ist, dann glaube ich, habe ich den Weg gefunden. Oh Gott, komme ich da vorbei, ohne zu kämpfen? Ja, komme ich. Mit ihm hier. Ja, okay, wäre ich jetzt auch so vorbeigekommen. Super. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Ansonsten, ich, keine Ahnung, mir fällt halt keinen Weg mehr ein, wo wir hätten lang gehen können. So. So, was kann der hier eigentlich? Morphform. Verwandelt gegen Spieler einer Kugel. Erlaubt es durchqueren enger Korridore. Ja, geil. Nice. Perfekt. Genau so. Zwei Pilzkeks. Okay, das ist hier ganz offensichtlich nicht der Gang, der sich geöffnet hat. Was ist denn das da unten? Verdammt, ey. Wo ist denn das dann? Wo könnte das sein? Halt ganz oben, würde ich halt sagen. Oder es hat sich irgendwas geöffnet, komplett woanders. Was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Das muss schon hier sein. Ich laufe, glaube ich, nochmal komplett hier nach oben den Turm hoch. Und guck mal, ob ich da was finde. Nee, leider nicht. Kein Gang zu sehen. Dann bin ich jetzt langsam mit meinem Latein auch am Ende. Hier unter Wasser vielleicht. Wir können nochmal zusammen gucken. Ob sich hier vielleicht was getan hat. Hier war nur das. Ansonsten. Hier waren wir schon drin. Sonst war hier tatsächlich auch nichts mehr. Ja, dann bleiben wir nicht mehr viele Gänge. Oben waren wir halt. Nur noch unten rechts halt bei dem. Ups, da wollte ich nicht hin. Gehen wir jetzt mal kurz zusammen hin. So lange dauert es tatsächlich auch gar nicht. Oh, hier ist nochmal Badetag. Und dann gucken wir nochmal zusammen hier. Ansonsten wüsste ich echt nicht, ob ich auch irgendwas verpasst habe. Ich habe auch hier gar nicht nach versteckten Wänden und so gesucht, ne? Aber vor allem sieht halt nicht so wirklich nach versteckter Wand aus. Vielleicht liegt es auch daran. Was ist denn hiermit? Hier komme ich immer noch nicht runter. Okay. Der Fels ist halt noch zu schwer für uns. Da oben waren wir halt. Das war der schwere Sprung. Und hier auch nichts. Da oben wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, sonst würde mir das auf der Karte auch eh angezeigt werden, wenn man da irgendwo lang kann. Wo hat sich denn jetzt hier was bewegt? Ah, das ist echt komisch. Das blicke ich jetzt leider noch nicht. Ich würde das so gern wissen. Wo ich denn jetzt weiterkomme? Das habe ich nicht gesetzt, okay. Oder? Doch, habe ich wohl. Okay, den kann ich wegtun. Das war dieser Schokokatzen-Typ. Unsichtbare Platten können wir halt leider auch nicht. Dafür fehlt mir immer noch dieses eine Aszendent-Ding. Dicker Brocken. Wir haben halt so ein paar Stellen, wo ich jetzt rein theoretisch mit dem kleinen Ding durch kann.
Aber das reicht mir eigentlich noch nicht so wirklich auf Reisen zu gehen, deswegen. Aber ich würde so gern wissen, wo ich jetzt noch hin kann. Was ist denn das da? Warum habe ich das, diese Markierung hier gesetzt? Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Wenn das ein dicker Brocken war, ist es das falsche Zeichen. Und wenn es eine Druckplatte ist, müssten wir die ja betätigen können. Mist, ey, das ist schon wieder ein bisschen zu lange her für mich. Ja, ich bin leider... Also das Einzige wäre jetzt noch hier zu gucken. Ach komm, ich laufe da nochmal hin. Ja, okay, hier ist auch nichts. Es muss halt hier sein. Stehe nicht wo. Was war denn hier oben? Haben wir da geguckt? Ja, ich glaube schon, dass ich da geguckt habe. Ja, ich werde mich nochmal umgucken. Keine Ahnung. Oder? Nee, hier hatten wir doch noch nicht geguckt. Okay, vielleicht ja hier. Oh ja. Nice. What the? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, wie geil ist das denn? Das sind Worms mit einem Bazooka in der Hand. Ach du Scheiße. Okay. Oh. Okay, da oben ist eine Plattform. Ja, okay, besiegen wir die erstmal. Genauso. Hallo. Lol. Ja, okay, das Spiel kommt von halt von Team 17. Von denselben Machern wie Worms halt auch. Okay, dann Feuer und Wasser. Krass, krass, krass. Das ist lustig. Okay, ich glaube, weil wir mit Feuer und Wasser angreifen müssen, bräuchte ich jetzt eigentlich noch... Ich könnte Stolbi als Heiler einfach mitnehmen. Oder halt Megadramon sofort für Schilde. Ich mach mal Stolbi. Vielleicht können wir dadurch noch ein bisschen Gift machen. Wir können jetzt mal den Lava-Strom natürlich mal einsetzen. Wir machen erstmal Schmieden. Dann machen wir hier Beschleunigen. Das können wir auch häufiger mal einsetzen. Und hier haben wir kanalisierte Heilung. Also hiermit können wir auch richtig gut heilen. Von daher... Und stimmt, wir machen auch Überheal damit, ne? Also wir machen damit ja auch Schild. Aber wir machen erstmal eine schöne Giftwolke auf die... So einen will ich auf jeden Fall. Aber ich... Also ich sehe den nicht ganz im Team. Aber oh mein Gott, Alter... What the fuck? Ja, auf Stolbi haben die richtig viel Schaden gemacht. Das tat ein bisschen weh. Was ist denn hiermit nochmal? Das ist Single-Target, ne? Aber es ist halt... Ja, ich würde schon gern Schaden machen, aber ich kann gerade nicht. Oder Stolbi kümmert sich um sich selbst. Können wir einfach mal Schaden raushauen. Komm. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Alle haben Brennen drauf. Ah, Moment, hier haben wir auch Eis-Item. Kann ich noch gar nicht wieder. Ach, das ist dingensübergreifend oder was? Das habe ich vorhin einmal eingesetzt. Als ob das über den Kampf hinausgeht. Okay, das ist beschissen. Ich habe das in einem Kampf mal eingesetzt gegen ein paar Typen und jetzt sowas. Dann setzen wir wahrscheinlich Lawine ein am ehesten. Ja, komm. Machen wir halt Frost auf die einzelnen Typen hier. So, jetzt muss Stolbi um sich selbst kümmern. Machen wir Arkane Schild oder machen wir so eine Heilung? Nee, warte. Hier ist es auch. Das habe ich noch nie eingesetzt. Okay. Dann darf man die nicht hintereinander einsetzen. Ach so. Das ist interessant. Muss sich dann immer für eins entscheiden, was man einsetzt. Okay, das macht das alles noch ein bisschen interessanter. Und auch viel, viel schwächer. Hier fangen wir mit Arkan-Schild einfach an. Geben wir uns selbst ein bisschen Schild. Ja, die, guck mal, die kriegen gut Schaden durch Gift und so. Aber die machen richtig heftigen Schaden. Ey, vom Stolbi ist einfach weggefetzt. Hat das Schild gar nichts gebracht. Okay. Eis-Atem können wir jetzt aber wieder einsetzen. Das ist interessant. Okay. Ist aber halt auch immer nur auf ein und das macht ja gar keinen Sinn, das einzusetzen. Fällt mir gerade auf. Das können wir aber noch nicht wieder einsetzen. Hä? Aber die Heilung habe ich nie eingesetzt. Okay, ich verstehe das doch noch nicht so ganz.
Ist das bei allen anderen um einen Zug dann verzögert und bei sich selbst dann um drei Züge? Wahrscheinlich wird es so sein. Ja, Glurak stirbt uns halt auch weg. Das ist ja halt das Ding. Der könnte an Gift und Verbrennung sterben. Wir versuchen, die einfach zu töten. Ja, genau. Trifft halt gar nicht. Was ist denn da los gewesen? Wir machen es einfach so. Vielleicht sterben zwei. Müssen. Ja, genau. Der hintere stirbt halt nicht, aber geht Gott sei Dank auf Baros. Und der trifft nicht mal. Triffst du jetzt? Ja, sehr schön. Eieiei. Alter, wie die den einen Vogel da einfach weggehauen haben. Rauchbombe, leider kein Ei, aber das war zu erwarten bei nur drei Sternen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Das können wir uns schon mal markieren hier. Dafür brauchen wir nochmal diese unsichtbaren Plattformen. Hier sind noch mehr davon. Ja komm, dann lasst uns jetzt mal Meteoritensturm einsetzen. Dann nehme ich euch jetzt aber nochmal mit. Könnt ihr das mal sehen. Ich habe jetzt anstatt Stolbi den Megadramon mitgenommen. Okay, das war jetzt nicht so effektiv, wie ich gern hätte. Das war ja eine schwache Vorstellung. Ja, okay, dann greifen wir vielleicht doch eher mit ihm hier an. Der kann jetzt aber Lavastrom einsetzen. Okay, I don't get it. Ich werde das nicht verstehen. Außer jemand erklärt es mir. So, jetzt haben wir auf alle brennen. Wir könnten hier Erdbeben einsetzen, aber ich bin dann eher für sowas hier. Funkenregen. Oder sollte er lieber schmieden, aber dann war es doofe Reihenfolge. Ich möchte lieber angreifen einfach mal. Nochmal ein bisschen Schaden drauf und jetzt so eine Lawine hinterher. Ja, perfekt. Da kriegen die richtig noch relativ viel Schaden. Also dieses Brennen und so weiter, das macht richtig gut Damage. Oh mein Gott. Wir haben einfach Baros weggefetzt. Das ist krank, ey. Was die für einen Schaden manchmal raushauen, ist übel. Okay, der ist weg. Und der stirbt jetzt auch. Aber ansonsten war das ja nicht schlecht. Baros ist nur gestorben. Es gibt wahrscheinlich vier Sterne. Ja, genau. Aber auch nur eine Rauchbombe. Schade. Ich hätte gern ein Wurmei bekommen. Aber es ist eine lustige Idee, dass sie das so gemacht haben. Reißzahn. Und weil ich das sonst nie mache, hier auch nochmal gegenhauen. Ja, okay. Da müssen wir dann nochmal hoch und dann geht es da noch irgendwo weiter. Irgendeine Truhe oder so. Ich sehe die nicht mal. Die ist so weit oben. Aber dann haben wir zumindest den Raum hier gefunden. Der wird sehr wohl es gewesen sein. Also wir waren hier schon mal vorher. Ah, ja, ja, okay. Und ich dachte, wir hätten hier schon geguckt. Aber dann haben wir das hier soweit abgeschlossen. Moment, dann kann ich auch eigentlich Dingens einsetzen. Ich weiß nicht, wie viel wir davon noch haben, aber hier Kristallsplitter 16 Stück reicht wohl. Eine Ewigkeit später. Ja, jetzt gab es einen kurzen Cut. Besser gesagt, einen etwas längeren Cut. Einige Stunden hat es jetzt gedauert. Ich hatte mich ursprünglich eigentlich nochmal an den Arena-Kampf hier links gewagt und habe den wieder nicht geschafft. Und habe mich deswegen entschieden, da mal ein bisschen was an meinem Team zu ändern. Und ihr seht auch schon, Hank ist wieder in der Gruppe. Der steht nicht ohne Grund neben mir. Ich habe mal mein Team so ein bisschen angepasst und habe mal Geister reingeholt. Hank und Almuridas. Und ursprünglich war das auch mal Benjamin, der mit im Team war. Deswegen, der ist jetzt auch Licht verschoben gewesen. Deswegen sieht er jetzt ein bisschen blauer aus. Den habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr im Team. Jetzt mittlerweile ist Krillin im Team, weil ich mir den Bosskampf nochmal angeschaut habe und den jetzt endlich nach so vielen Versuchen geschafft habe. Hab auch noch den König Blockkönig geholt, so rum. Und das Ding hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Irgendwie, ich war noch mal kurz unterwegs und hab das da eben noch kurz gefangen oder beziehungsweise ausgebrütet. Also ich bin kurz hier, nämlich einmal links raus, dann nochmal hier hoch und dann wollte ich kurz gucken, was dann hier nochmal war. Und da waren diese Mantischnur und bin auch nochmal bis hier hinten hingelaufen. Ich glaube, hier ist das Anfangsgebiet oder so. Und hier gab es dann auch noch irgendwie was Kleines zu holen. Ein Schild oder sowas. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Nur ein bisschen mein Team mal kurz auszuprobieren. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Und bin dann auch nochmal, bevor ich die überhaupt ausgerüstet hatte, mein neues Team,
Wollte ich gucken, ob ich in der unendlichen Arena den Level machen kann, ob ich die da trainieren kann. Kann ich nicht, aber ich habe die unendliche... Nee, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist die Online-Arena. Falsch. Bin ich in die unendliche Arena gegangen und habe einfach mal das hier so gemacht. Da das eine Team noch gar nicht ausgerüstet war, blieb mir halt nur die Wahl mit den drei Drachen, die ich noch drin habe. Und habe das dann einfach mit denen gemacht und dachte, ja, okay, weit werde ich wohl nicht kommen. Ich habe ja gar keinen Healer in der Gruppe. Und da habe ich mich ein bisschen unterschätzt. Denn, wie ihr hier seht, Glückwunsch, du hast Level 67 in der unendlichen Arena erreicht. Also ich habe einige Kämpfe geschafft und das nur mit diesen drei Drachen. Level 67 hat mich dann halt gekillt, aber das war schon echt übel. Da habe ich sogar noch ein neues Monster gesehen. Ich weiß gar nicht, steht das jetzt am Monsterbuch auch drin? Weil ich ein neues Ding gesehen habe, den müssen wir uns auch noch holen. Den habe ich ja noch gar nicht hier. Genau das Teil. Seuchenei. Sieht irgendwie ganz cool aus. Das Ding kennen wir noch gar nicht. Habe ich aber jetzt in der unendlichen Arena einmal gegen kämpfen müssen. Also den habe ich jetzt schon gesehen. Verbrennt Ranken, entzündet Fackeln, aktiviert Feuerorbs, kann aber auch nichts Besonderes. Wer aber was Besonderes kann, ist der Aszendent. Deswegen wollte ich den auch unbedingt haben. Denn lässt unsichtbare Plattformen erscheinen. Hatten wir uns ja schon mal die Folgen, glaube ich, angeguckt. Das können wir jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir haben jetzt ganze zwei neue Fähigkeiten. Einmal durch den Blob können wir uns klein machen und mit Krillin können wir jetzt auf jeden Fall die unsichtbaren Plattformen erscheinen lassen. Deswegen werde ich gleich auf jeden Fall mal losgehen und die ganze Plattform machen. Den Kampf da links habe ich jetzt nicht nochmal gemacht, aber jetzt nochmal kurz zum neuen Team. Also, jetzt gerade ist es Hank, Krillin und Almuridas. Krillin habe ich noch keinen Kampf mit beschritten. Der muss sich jetzt noch ein bisschen beweisen natürlich, aber seine Fähigkeiten gefallen mir. Benjamin hatte ich halt Feuer drin, der hat schon mal richtig gut funktioniert. Das war hier richtig schön mit Buffen, ein bisschen heilen und halt ein bisschen Schaden machen. Erblinden konnte der auch. Und das sind halt alles Geister. Das war mir so ein Ding, nochmal irgendwie eine andere Gruppe zusammenzubekommen. Erst wollte ich ursprünglich komplett nur eine Geistergruppe machen. So viele habe ich aber gar nicht gefunden, die mir auch optisch gefallen. Hank war safe drin, Almuridas auch recht schnell und Benjamin hatte ich mir auch vorher schon mal angeguckt. Das war glaube ich zu der Zeit, als ich mir mal die Drachen angeschaut hatte, als ich das Drachenteam zusammengestellt habe, habe ich schon mal so mit einem halben Auge so auf diese Geister geschielt und dachte so, Geister wäre auch ganz cool gewesen. Okkulte Monster habe ich auch mal kurz angeguckt, Gilgamesh zum Beispiel hat auch so eine richtig schöne Fähigkeit. Immer wenn ein Okkultmonster deiner Gruppe einen Gegner angreift, steht es eben einen Buff. Und ich glaube auch, dass ich irgendwo noch ein Monster gesehen hatte. War er das? Nee, das ist mit Blobs. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Irgendein anderes Monster, was eigentlich auch okkult war. Er hatte auch nochmal so eine schöne Fähigkeit, die richtig gut dazu gepasst hätte. Aber fände ich jetzt leider nicht mehr. Das Problem ist, was ich jetzt habe. Ich habe noch keinen Schubstein. Also ich habe keinen Schubstein mehr. Ich hoffe, ich finde gleich noch einen für Krillin. Damit wir zumindest mal gucken können, was er denn so hat. Und ich habe, was waren das andere nochmal? Ach, keine Skilltränke mehr. Ich kann auch keine Skilltränke mehr geben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Krillin einen bekommen hatte noch, meinen letzten, oder habe ich noch einen? Ein Skilltrank habe ich noch, okay. Das ist der letzte, auch der letzte, den ich kaufen konnte. Ich wusste nicht, dass es ein Limit gibt. Jetzt bereue ich das so ein bisschen, dass ich ein bisschen, ja, rigoros einfach auf die Monster, die ich drin hatte, eingesetzt habe. Obwohl, das hätte ich wahrscheinlich trotzdem so gemacht. Aber ich kann mir keine mehr kaufen. Also der Goblin, der hier hinten in der Magma-Höhle war, da konnte ich die, glaube ich, immer kaufen. Und da habe ich jetzt alles leer gekauft. Der hat keine Sachen mehr. Der meinte jetzt so, ja, da muss ich jetzt wohl noch mal in die Minen gehen, damit ich neue Sachen habe. Und ich denke mir so, was? Ist doch in Ordnung gewesen, wenn die ein bisschen teurer sind, aber ich will die haben. Gib mir die bitte. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe mal, dass vielleicht reicht das ja. Dass wir vielleicht mit dem Team auch bis zum Ende kommen. Keine Ahnung. Ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ein bisschen kommt da ja noch und ich glaube, ich möchte auch nochmal irgendwann nochmal neue Teams oder neue Teammitglieder drin haben. Mal schauen. Jetzt mal zu den Skills. Also, ich habe jetzt mal, bin jetzt mal anders an die Sache rangegangen. Ich wollte jetzt eigentlich mal versuchen, einen Tank, einen Healer und einen DD reinzubringen. So eine richtig save Gruppe für richtig schwere Kämpfe. Also irgendeine Gruppe, die nicht unbedingt irgendeinen Kampf richtig schnell bewältigen kann, sondern einfach nur safe so ein Kampf wie gegen Will, dass wir den safe schaffen können. Und deswegen wollte ich gerne einen Tank haben, der richtig gut Schild machen kann, der auch die Fähigkeit hat, zum Beispiel mal so Tank-Move zu machen. Deswegen habe ich jetzt auch extra mal auf Beschützen geskillt. Ich weiß, das haben wir noch gar nicht eingesetzt. Und auch in den Kämpfen, die ich jetzt beschritten habe mit dieser Gruppe, habe ich das auch noch nie eingesetzt.
Aber ich glaube, das könnte ganz cool werden. Also wenn er mal nicht Schild einsetzt, einfach mal Beschützen einsetzen. Der gibt sich ja selbst ein Schild und schützt die Gruppe dann. Oder den er eigentlich angreifen wollte, ja, vor dem Angriff. Also müsste eigentlich gut funktionieren. Hoffen wir das einfach mal. Andererseits kann er sich dann hiermit auch noch einen Schild-Skill geben. Da muss ich noch den letzten Punkt hier drin geben. Neutrale Angriffe bleiben, Altern bleibt. Ja, und ansonsten, der kann nach ein paar Runden ja trotzdem mit vielen, vielen Ladungen stapeln immer noch recht viel Damage raushauen. Erde und neutral. Krillin hingegen ist jetzt der Heiler geworden. Den habe ich, wie gesagt, noch nicht einmal ausprobiert. Mal gucken, ob der auch so gut ist wie Benjamin. Der hat hier auch dementsprechend ein paar Buffs. Auch sau viele Altern-Sachen. Also er altert selber und er hat nochmal zwei so Auren, die was bei Altern bringen. Nämlich einmal erhält ein verbündetes Monster seinen ersten, zweiten oder dritten Altern-Stapel, bekommt es ein Schild von Höhe von 15% seiner maximalen Gesundheit. Ist schon mal ganz nett. Einfach dementsprechend dann die ersten drei Runden haben wir dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schild bei zumindest Krillin und Hank. Der dritte halt noch nicht, aber den können wir ja beschützen rein theoretisch. Und Zeitalter der Reinigung, wenn ein Verbündeter einen Alternstapel erhält. Das heißt, wir haben ja eigentlich zwei. Ich hoffe mal, das funktioniert auch zweimal. Keine Ahnung, wenn nicht, dann ist es auch egal. Entfällt ein schädlicher Stapel aller Verbündeter. Das ist auch schön, dass es auf alle geht. Es sind jetzt aber auch Effekte, die nicht so oft vorkommen, habe ich das Gefühl. Also Bluten, Verletzen, Erblindet, Fesseln sind jetzt so Sachen, die kommen nicht so häufig vor. Aber wir kriegen die halt jede Runde gecleant. Ne? Also, und vor allem zwei Stacks, wenn es klappt, auf jeden oder halt einen, wenn es nicht klappt, reicht mir auch schon. Bin ich schon mal mega zufrieden mit. Der hat jetzt auch richtig viel so mit Crit-Kram ist er auch unterwegs. Keine Ahnung, jetzt momentan Crit-Chance 51%, hört sich vielleicht noch nicht viel an. Aber der kann sowas wie den Helfer-Buff noch mehrmals machen. Und ich glaube, das war er hier. Der konnte kanalisieren. Ne, das war kanalisieren. War das dann Almuri das? Ja, hier, das war das. Multi-Ruhm. Hier konnten wir Ruhm machen und Ruhm erhöht die Crit-Chance nämlich um 10%. Und wir können mit Almuridas dreimal den Kram machen. Almuridas ist jetzt so ein Typ, der kann frech viele Zustände machen. Aber auch mit einer richtig geringen Wahrscheinlichkeit. Dafür hat er aber jetzt so einen Arkanen Blitz. Der greift ganze 8-mal an. Und die Kühlung und das Gift hier hat jeweils eine 10%ige Chance, das zuzufügen. Dann haben wir hier nochmal, dass ein bisschen erhöht ist, auch der Schaden. Hier können wir Safe Verbrennen zufügen. Also von allem so ein bisschen. Und er ist dunkel verschoben, deswegen ist er jetzt so rot. Und diese Dunkelverschiebung bringt auch noch, dass er von jedem Zustand einen zweiten Stack draufpacken kann. Also zwei Stacks ist ja schon mal richtig stark und die machen auch ordentlich Schaden. Also das muss ich echt sagen. Also 500 Magie reichen anscheinend schon. Und er hat eine richtig, richtig coole Fähigkeit, nämlich hier. Nee, gar nicht. Doch, das ist das doch. Okay. Das ist mit Frost, fügt den Gegner zu Beginn ihres Zuges Schaden zu, entsprechend ihrer fehlenden Mana. Und das ist echt stark. Das macht richtig viel Schaden bei den ganzen stärkeren Gegnern. Weil die haben echt viel Mana und wenn ich denen erstmal ein paar Frost-Stacks gebe und denen die ganze Mana fehlt, ist das halt herrlich. Also gefällt mir erstmal ganz gut. Das Ding ist, dieses Team funktioniert einerseits gar nicht, nämlich was Schaden angeht. Da funktioniert dieses Team halt richtig gut. Und andererseits funktioniert dieses Team so unglaublich gut, weil wir so viel Schild haben, so viele Heilungen haben, so viele Buffs haben. Zumindest das mit Benjamin hat so gut funktioniert. Mal gucken, wie Krillin sich hier bewährt. Und die sind noch gar nicht Level 40. Das heißt, wir können hier auch noch was auswählen, wenn wir soweit sind. Ja, ja, und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal los und wir machen ein bisschen Backtracking. Also, let's go. Okay, jetzt bin ich schon mal hier. Das heißt, hier müssen wir jetzt einmal hochfliegen und dann haben wir da oben noch irgendwas mit diesen Blöcken. Kann mich hier gar nicht dran erinnern. Ich habe übrigens noch mal kurz geschaut. Hier unten, da war wirklich noch ein Diamantblock. Das war der, wo wir nicht rankommen. Da bin ich noch mal durch alle Monsterrad durchgegangen. Ob wir denn irgendeinen haben, der so ein bisschen Fernkampf-Diamantblöcke kaputt machen kann. Aber wir haben, glaube ich, nur 4 Monster, die das überhaupt können. Und die haben alle nur Nahkampf. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert denn, wenn wir das einsetzen. Achso, wir können einfach drauf laufen. Ah ja, okay. Ich dachte, wir müssen das einsetzen, aber nichts da. Warum waren wir hier schon? Hä?
Sind wir hier anders hochgekommen? Ach, da oben geht's weiter. Ah, dafür braucht man nur die Flugfähigkeit. Jetzt verstehe ich. Ich war schon verwirrt. 5000 Gold, ja, das kann ich gut gebrauchen. Auch wenn uns jetzt nicht mehr so viel bleibt, dass ich kaufen kann. Zumindest kann ich diese Level-Dinger kaufen. So, das kommt weg und dann ab zum nächsten. Okay, ich bin jetzt beim nächsten Ding angekommen. Wir brauchen nochmal den da. Oh, das sind jetzt auch andere Blöcke. Letztes Mal waren das Wolken, jetzt sind das so eine goldene Plattform. Interessant. Huch. Ich kann eine äußerst mächtige Präsenz in diesem Raum spüren. Oh, ein Bosskampf. Es ist ein Champion-Monster, aber es ist sogar noch stärker als gewöhnliche Champion-Monster. Okay. Mach dich bereit. Okay, ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Oh. Was ist denn das? An was erinnert mich das? Irgendeine Art Pflanze? Diavola. Okay. Dann wollen wir mal. So, wir brauchen Feuer. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt mit denen hier angreifen möchte. Amoritas hat halt Feuer. Eigentlich, um mal euch zu zeigen. Ich meine, wir werden 5 Sterne sowieso nicht hinbekommen gerade. Und wenn die sagen, das ist extra strong, dann vielleicht gehen wir dann mal auch mit. Wir gehen extra safe, um es einfach zu schaffen. Also, jetzt zeig mal, was du kannst, Krillin. Hier haben wir noch Kombo-Zauber. Jetzt erstmal schön hier buffen. Kriegen wir auch schön Schild dabei. Das ist echt super. Das liegt übrigens an so einer Geist-Aura, die wir haben. Oha. Der macht gut Schaden. Der macht richtig gut Schaden. Warum ist denn das so ultra strong? Level 42. 44.000 HP. Holy shit. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob wir das hinbekommen. So, das war vielleicht ein bisschen doof, dass ich das jetzt sofort eingesetzt habe. Er hat 2 Buffs, aber ich muss gerade mal heilen erst. Machen wir das erstmal. Ja, war falsche Reihenfolge. Ich hätte erst schmieden und heilen sollen und dann angreifen. Okay, Schaden macht aber, also die Zustände machen wieder gut Schaden. Er heilt sich aber von den Zuständen auch. Alter. What the fuck? Holy shit, okay. Es war eine gute Wahl, dass ich auf dieses Team gegangen wäre. Die Drachen wären sofort weg gewesen. Safe. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen können, ehrlich gesagt. Ich würde halt gerne die Sachen da entfernen. Man noch mehr Schild erstmal. Aber ich würde lieber heilen. Ich würde lieber gerne immer voll bleiben mit den HP. Also machen wir das erstmal so. Und dann entzünden wir nochmal. Geben auch damit gut Zustände. Frost, alles drauf. Das ist halt das Schöne. Der hat eine 10%ige Chance und die ist irgendwie so hoch. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur 10% sind. Oder ob die dadurch irgendwas vielleicht erhöht werden oder so. Solarstrahlen, das ist richtig krass. Vor allem auf Amuridas. Also Solarstrahlen ist doch eine Erdfähigkeit, oder? Hat Amuridas eine Schwäche auf Erde? Es wirkt irgendwie so. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Ruhm machen. Wir haben erst... Ne, wir haben Ruhm, haben wir doch 3. Okay, ich habe das erst falsch gesehen. Der hat wieder nur ein Stack, ne? Okay, dann machen wir das gleich nochmal. So, jetzt brauchen wir hier tatsächlich gar nicht mal heilen. Dann lass uns erst nur Schild geben. Und dann lass uns mal säuberne Kram machen, damit er die Buffs verliert. Und dann nochmal so drauf. Ja, das passt doch. Guck mal, wie strong dieses Team einfach ist. Das ist insane. Und das einfach nur, weil wir einen Saven-Tank haben, der gutes Schild mal macht. Nicht so wie Glurak zum Beispiel, so ein halbgares. Hank kriegt das um einiges besser hin. Und auch einen guten Healer. Aber wir brauchen schon wieder keinen Heal. Wir können auch ehrlich gesagt den einfach versuchen zu killen. Und ich scheiß einfach mal auf Schild. Wir versuchen den einfach zu töten jetzt. Gehen jetzt voll damit. Damit. Hätte ich das erst einsetzen sollen wegen den Buffs. Aber passt schon. Na, oh doch, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der überlebt mit so einem Funken HP. Und wir haben sofort 5 Sterne bekommen. Ist ja insane. Ich bin mega happy. Dornranke, Diavola-Ei.
Dornranke. 35 auf beide Sachen. Das geht ja auch noch ein bisschen höher. Wahrscheinlich bis zu 180 oder so. Oder 210, keine Ahnung. Crit-Schaden. Plus 15%, das ist cool. Fügt Angreifern einen Blutenstapel in Höhe von 200% des kritischen Schadens dieses Monsters hinzu. Das könnte tatsächlich was sein. Das könnte was sein für Shenlong. Shenlong könnte damit richtig gut Blutung machen. Und Diavola finde ich ganz interessant. Du bist zum Rang Hüter Dragonar. Oh, das ist das höchste, oder nicht? Dragonar aufgestiegen. Neue Gegenstände bei Mittler verfügbar. Geil. Alter, richtig nice. Und wir haben direkt 5 Sterne. Das freut mich mega. Das haben wir, glaube ich, so selten oder noch gar nicht geschafft. Doch, wir hatten es ein paar Mal. Wir haben ja ein paar Gegner, die ich nie wieder auf leicht probiert habe. So 4 Stück oder sowas im Spiel. So, Diavola-Ei. Ja, Diavola passt wohl. Keine Ahnung. Mich erinnert das Ding ein bisschen... Obwohl, komm, lass uns... mich erinnert das ein bisschen an Quina. Vom Gesicht her. Mit der Zunge, die draus steckt. Ich meine, Quina ist keine Pflanze, ich weiß, aber... Irgendwie, keine Ahnung, habe ich Vibes. So, dann wollen wir mal reingucken. Diavola. Okay, Pflanze... Was sind die Solarstrahlen? Bluten kann das Ding. Multirom hat das auch. Buchen. Jedes Naturmonster der Gruppe erhält nach jeder Aktion einen zufälligen Buff. Aktion ohne Schaden geben außerdem einen Gegner einen zufälligen Debuff. Wow. Oha, der ist ja richtig geil. Der hat doch einzelne Schilder. Der hat hier schützt alle mit einem Schild von Braun 2x300 plus 25% der Verteidigung und 25% des Angriffs verleiht 2 zufälligen Gegnern Schwäche. Umsicht. Wenn dieses Monster in einem Zug keinen Gegner angreift, erhalten alle Monster der Gruppe ein Schild von höher 50% der Verteidigung dieses Monsters. Alter, das ist ja insane geil, das Teil. Monster verursacht 10% mehr Schaden, wenn sie einen Gegner mit Bluten angreifen. Auch voll cool. Okay. Würde wahrscheinlich auf diesen Baum hier, obwohl hier haben wir Schwäche, hier haben wir Verbrennung. Ich würde sagen, auf diesen Baum würde ich wahrscheinlich aber verzichten. Schwäche kann man ganz viel machen. Monster verursachen 20% weniger Schaden. Das ist schon echt krass, ne? Dreimal Schwäche, 60% weniger Schaden. Okay. Aber ich wüsste jetzt gerade spontan nicht, mit wem ich den austauschen möchte. Schildtechnisch würde sagen, na Hank macht am meisten Sinn. Das Ding ist, Amuridas und Krillin sind keine Naturmonster. Hank ist der Einzige, der dahin mit Sinn macht. Das mit ihm zu machen. Was ist denn der eigentlich vom Typ? Natur und Okkult. Okay, vielleicht mal ein okkultes Ding. Ja, also mir gefällt der mega, aber ich habe keinen Platz für den. Das ist das Problem. Achso, habe ich weggemacht. Gut. So, ja, dann nächstes Ding. Und da sind wir auch schon. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Wie komme ich denn da jetzt rein? Komme ich da überhaupt rein? Weil ich, obwohl, ja, maybe. Mit Doppelsprung. Ja, perfekt. Einmal durchrollen. Okay, 2 Truhen. Beutekiste Level 3, ist nett. Und Gürtel plus 5. Verteidigung 75, Hitschaden 15. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht sofort irgendwas. Verteidigung und Crit-Schaden. Aber Shenlong könnten wir noch das Ding ins geben. Gesundheit, Crit-Chance. Das muss er gar nicht mal unbedingt haben. Crit-Schaden und so weiter ist schön. Was war denn das nochmal? Wie hieß das Teil? Mantel? Nee. Trommel, vergifteter Fall, gefrorene Träne, verzierte Pfeife. Das war das alles nicht. Aber war das eine Waffe? Dornrank ist eine Waffe. Ach klar, aber hat ja auch Angriff und Magie. Stimmt ja. Ich erinnere mich. Crit-Chance plus 12% ist da halt drauf, was er gerade hat, ne? Mit Schaden plus 15%. Er geht halt mit seiner Crit-Chance 15% runter. Das heißt... Da ist er noch auf 70. Was aber noch in Ordnung, glaube ich, ist. Weil der noch ein bisschen mit Ruhm hochbekommt. Crit-Schaden ist dann höher. Was ganz cool ist. Und das mit dem Bluten gefällt mir halt.
Fügt Angreifer am Blutenstapel in Höhe von 200% des Crit-Schadens zu. Das bekommt er dann. Und Crit-Schaden hat er richtig hoch. Ich glaube, das ist trotzdem ganz geil. Muss das nur auch upgraden. Soweit wir können zumindest. Muss ich erstmal wieder rauskommen. Okay, und es fehlen jetzt noch zwei Rubine und ein Gold. Moment, oder können wir das mittlerweile kaufen? Ja. Oh mein Gott, wir können einfach solche Sachen kaufen. Das ist ja insane. Dann kann ich alles Stufe 5 machen. Aber guckt euch das Ding jetzt mal an. 330 auf beides, Crit-Schaden plus 20% und 500% des Crit-Schadens hinzu. Das sind dann einfach, keine Ahnung, 600 oder sowas. Keine Ahnung, was das dann ist. Oder mehr als 600%. Also 600 Schaden oder sowas für Blutungsstapel. Das ist schon richtig, richtig krass. Aber fügt Angreifern. Das heißt, wenn die mich angreifen, wenn die Shenlong angreifen, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob sich das dann lohnt. Wie viel Geld haben wir denn noch? Dass ich solche Sachen noch ein paar Mal kaufen kann. Keine Ahnung. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt bin ich in Stein. So, Perlenkette. Crit-Chance erhöhen. Muss mal ganz kurz gucken, was sich hier am ehesten lohnt. Die sind alle für plus 5. Die haben alles plus 5. Hier ist das noch nicht plus 5. Dafür brauchen wir doch 3 Stahl. Stahl können wir schon länger kaufen. Das ist nicht so teuer. Wir haben nur kein Geld mehr jetzt. Aber damit zumindest der Kampfstab hier noch höher wird. Weil das macht schon einen großen Unterschied. Plus 4 oder plus 5. Das ist immer ein riesen Unterschied. Deswegen ist es ganz cool, wenn wir das hinkriegen. Das macht keinen großen Unterschied. Aber das dann noch wenigstens. Ja, das ist noch nicht so wichtig. Umhang vielleicht nochmal, aber das ist alles unwild. Unwild, genau. Und wichtig. Ach du Scheiße. Yay, ich habe gerade nochmal gegen die Worms-Dinger gekämpft und nur mit 3 Sternen trotzdem noch ein Wurmei bekommen. Ich habe jetzt aber erkannt, was mein Problem mit denen war. Oh, Level 41. Nice. Das heißt, ich kann auch Level-Abzeichen einsetzen für die drei. Scheiße einfach drauf, dass ich die leveln müsste. Und kann hier noch ein paar Punkte verteilen. Okay, bei Glurak weiß ich es gerade gar nicht. Meine ich das hier? Können wir kritischen Schaden erhöhen? Ist aber gar nicht so wichtig. Wo gehe ich denn hier drauf? Bisschen mehr Verteidigung vielleicht. Das könnte echt ganz gut gebrauchen. Oder mehr Mana. Obwohl, das haben wir gefixt eigentlich. Ich glaube, Verteidigung ist ganz wichtig. Was ist das hier? Gesundheit durch Ausrüstung plus 25%. Wenn mir jetzt angezeigt werden würde, wie viel das ist, wäre cool. Aber ich glaube, so viel auf Gesundheit mit Ausrüstung sind wir gar nicht gegangen. Da würde ich eher so einfach auf Verteidigung gehen oder diese Crit-Chance Crit-Schaden erhöhen. Das bringt mir aber auch nicht so viel. Nochmal Verteidigung. Ich glaube, so ein bisschen darauf gehen ist gar nicht so schlecht bei dem. So, bei den Drachen generell weiß ich das nicht so ganz. Wir könnten jetzt hier Angriff oder Magie erhöhen. Verursacht für jeden Buff dieses Monsters 2% mehr Schaden. Das wollten wir nehmen. Weil wir erkannt haben, wie viel Prozent das noch sind. So 12 Buffs gleich 24 Schaden oder so. 24% mehr Schaden ist schon cool. So, hier wollte ich, glaube ich, das hier nehmen. Und ich hatte aber auch noch was anderes offen. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, was das war. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber fügt immer nur einen Erblindenstapel hinzu. Das ist doof. Für jeden Debuff auf diesem Monster fügt es 4% mehr Schaden zu, enthält 4% Schadensverringerung. Ist auch nicht schlecht. Verringert für jeden Buff dieses Monsters den erlittenen Schaden um 2%. Verringert. Warte mal, war das beim letzten Mal auch so? Hat das auch verringert? Warten wir das. Verringert. Ach so, das macht nicht mehr Schaden, der kriegt mehr Verteidigung. Und hier verursacht. Ah nee, dann hatte ich das hier aber richtig gelesen. Da ist es verringern und hier ist es verursachen. Hier hat er aber auch sein Schwert nach oben und da hat er sein Schwert nicht nach oben, da hat er einfach nur ein Schild. Aber es macht da trotzdem Sinn, weil wegen den ganzen Buffs. Oder wir gehen halt hier sowas drauf, ne? Erste kritische Treffer und sowas, Verteidigung. Mir war so, als hätte ich irgendwas ganz Besonderes vergessen. Jede Buff-Aktion verleiht einen zusätzlichen zufälligen Buff, ist auch ganz cool, ne? Jede Buff-Aktion, das ist eine Aktion, also kriegen wir einen Buff mehr. Immer wenn ein Monster der Gruppe einen Buff außer Kanalisieren erhält, besteht eine 50%ige Chance, dass es auch Kanalisieren erhält. Und Kanalisieren ist mehrere Mal stapelbar. Kanalisieren war das mit Mana, ne? Aktive Skills brauchen 20% weniger Mana, genau, ist auch sau cool. Ah, verdammt, ich weiß nicht genau. Wenn ich den hier noch gebe, dann darf er noch einen weiteren nehmen. Das ist halt das Ding.
Also Level 42 scheint ja Max wirklich zu sein. Immer wenn ein Monster der Gruppe einen Buff außer Kanalisieren erhält. Ich finde das eigentlich sau cool. Dann kriegen wir richtig schnell Kanalisieren voll, dann brauchen wir nicht so viel Mana. Oder halt hier auch auf Verteidigung, weil der hat auch super wenig, ne? Würde er zumindest auf 210 kommen. Das hier, ich glaube, das macht aber mehr Sinn. Ich glaube, das hier bringt uns mehr Verteidigung rein als die 36. Mach das hier. So, aber hier hatte ich Dinger, die wusste ich. Das Ding, das will ich haben. Das ist, glaube ich, ganz cool, aber hier hatte ich doch was anderes, oder? Zufälligen Buff zu erhalten. Wird ein verbündeter Krieger angegriffen? Nee, das ist doof. Hier hatten wir noch Magier, da hätten wir zumindest noch Almuridas mit drin. Ach so, die haben jetzt hier natürlich die Skills unten. Hier, das wollte ich haben. Genau, das hatte ich noch vergessen mitzunehmen. Damit das 6 Ladungsstapel bekommen, wenn es mal nicht angreift. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Kann auch sein, diese Folge wird auf jeden Fall ein bisschen später kommen. Allein deswegen, weil ich jetzt so stundenlang hier rumexperimentiert habe. Und dazwischen auch eine Nacht war. Abgesehen davon, und ich das erst am nächsten Tag aufnehme. Wird die Folge auf jeden Fall ein bisschen später heute Abend irgendwann kommen. Keine Ahnung. Ich meine, ihr werdet es jetzt sehen. Gehe ich da mit ihm drauf? Verteidigung könnte man nehmen, aber er hat eigentlich... Finde ich seine Verteidigung ganz gut. Neutrale Angriffe verursachen 10% erhöhten Schaden. Das könnte man machen, weil wir greifen neutral an. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Bei ihm weiß ich übrigens auch nicht, was hier unten Sache ist. Also das hier wollte ich eigentlich nehmen. Habe aber gesehen, dass es nur eine 20%ige Chance ist, hat Gift oder die Verbrennung zuzufügen. Und ich denke mir so, das ist irgendwie nicht so geil. Es ist halt zumindest auf alle, ne? Und ich, vielleicht ist das durch die anderen Skills nochmal besser. Wenn das hier nur 10%ige Chance hat, dann ist das ja gut. Aber es sind alles nur so 3 Treffer, 2 Treffer und so weiter. Keine Ahnung. Basisschaden wird für jeden Gesundheits- und Verteidigungswert. Das ist jetzt um 2x 10% erhöht. Das sind anscheinend diese Punkte dann da oben. Davon hat er nicht so viel Verteidigung und Gesundheit. Er könnte das hier nehmen. Das ist einfach ein dicker Feuerschaden. Vielleicht sich selbst dann noch Zauberei, Generation, Zauberschild. Braucht er aber nicht. Ich werde Hades nehmen. Hier unten. Und hier oben entweder nämlich... Ja, Gesundheit könnte er tatsächlich gut gebrauchen. Einfach noch einen Punkt mehr. Einfach noch ein bisschen Gesundheit, Verteidigung. Hier diese 2 Gesundheitsdinger. Mana braucht er nicht so zwingend. Aber ich glaube, ich gehe tatsächlich auf solche Sachen noch. Oder man geht noch sowas wie Wiederbeleben, aber puh, keine Ahnung. Wie gesagt, das sind nicht mehr so viele Punkte. Das hier, das, also das könnte man machen. 10% mehr Schaden. Neutrale Angriffe. Hält das denn jetzt so 10x, also 8x10, also das ist 80% mehr Schaden? Eigentlich schon, ne? Dieser 55er Wert müsste dann 65 sein. Gehe ich mal von aus. Und dann würden wir 80% mehr Schaden machen. Macht schon viel aus, aber er macht vor allem über Zustände mehr Schaden. Ich gehe auf Gesundheit. Scheiß drauf. So, und jetzt haben wir jetzt hier unten noch 2 Ultimate Skills. Volles Potenzial. Schützt das Ziel mit einem Schild in Höhe von 25% seiner maximalen Gesundheit. Das sind 1000 bei ihm. Verleiht Macht, Zauberei, Regeneration, Helfer, Beweglichkeit und Zauberschild. Also richtig, richtig viele Buffs einfach auf eine Person drauf. Hält alle um 2x 300 plus 50% Magie. Schützt alle mit einem Schild in Höhe von 2x 350 plus 50% der Magie. Also ich wollte gerade sagen, so die Heilung, ja, ist ganz nett, aber mit dem Schild zusammen ist schon wieder ganz cool. Arkane Vernichtung, 2x 160% magischer Schaden, trifft alle Gegner, entfernt 2 Buffs von den Zielen. Trifft auch alle Gegner. Ist halt gar nicht so schlecht. Wo ich das hier auch nicht so schlecht finde, mit dem Heilen und Schild geben auf alle. Könnte man machen. Achso, bei ihm wollte ich auch noch die beiden nehmen, ne? Das müssen wir, daran muss ich dran denken, dass ich die beiden Skills da voll bekomme. In den nächsten Punkten. Ja, keine Ahnung. Das finde ich ganz cool, das finde ich ganz cool. Ich glaube, ich würde ihn jetzt eher mal auf die Heilungsposition setzen. Und hier...
1000 Blätter, physischer Schaden, trifft alle Gegner ausweichend nicht möglich, gibt allen Verbündeten ein Schild von Höhe 1x600 plus 75% der Verteidigung. 75% der Verteidigung ist gar nicht mal so schlecht, es sind ungefähr 1000 Schild für jeden und trifft nochmal alle Gegner und können nicht ausweichen. Ist ganz cool. Gibt allen, das ist nochmal vom Angriffswert, das ist sogar noch höher als, nee gar nicht, ist nicht ganz höher. Das ist aber trotzdem besser, weil es 150% des Angriffs ist. Also schildmäßig ist der Meteoritensturm schon mal besser. Da hätten wir mal einen Feuerangriff. Den hat er eigentlich sonst ja nicht. Oder das hier. Ein Schaden. Ignoriert 50% der Schadensverringerung der Verteidigung. Das Ziel ist, und das Ziel kann ja auch nicht ausweichen. Das ist immer ganz wichtig, dass sie dann bei so einem Treffer nicht ausweichen dürfen. 500% physischer Schaden. Das könnte wehtun. Und ignoriert 50% der Schadensverringerung. Irgendwie glaube ich, möchte ich den Felswurf mal ausprobieren. Irgendwie finde ich es geil, wenn Hank einfach mal so einen dicken Klotz, wenn er so richtig viele Aufladungsstapel hat und dann einen Angriff macht, dass er dann nicht sagt, ja, ich greife mit den Dingern hier an, sondern er greift einfach mit einem Felsen an und zerschmettert den Typen. Finde ich gut. So, ja, sorry, jetzt gab es hier ein bisschen mal anderen Kram. Ich bin übrigens angekommen hier. Wie gesagt, die Folge könnte jetzt auch nicht nur später kommen, sondern auch ein bisschen länger dauern. Euch brauche ich ehrlich gesagt gerade nicht. Weil ich habe ein Wurmei. Hier müssen wir das machen. Und dann können wir hier rüber kraxeln. Ich bin mal gespannt, was es hier noch so gibt. Eine Fluchroute. Okay. Heilung, Buffs und Schildaktionen fügen einem zufälligen Gegner einen zufälligen Debuff hinzu. Ui. Das ist irgendwie ganz nice. Auch egal, was wir machen. Also er braucht die... Er hat halt das Ding. Er hat das Ding aber auch nur... Weil, was hatte er vorher drin? Das hier eigentlich. Das, weil ich das hier nicht Stufe 5 hatte. Und dachte ich so, komm, setze ich das mal ein und die Verteidigung können wir auch gut gebrauchen. Aber er könnte auch rein theoretisch diese Fluchroute nehmen. Aber das ist mehr Magie als Angriff. Ja, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Eigentlich finde ich das zu gut, dass ich das nicht nehme. Hier haben wir halt das Ding. Crit-Chance erhöht. Das ist echt wenig, was ein Crit-Chance hat, ne? Ich habe es hier, glaube ich, noch irgendwie versucht, ein bisschen zu erhöhen. Ja, bei der Fluchroute bin ich noch nicht sicher. Das muss ich mir noch überlegen. Gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Ding. Was war das hier eigentlich nochmal? Irgendwas an diesem Raum wirkt sehr seltsam auf mich. Als gäbe es eine Präsenz in diesem Raum, die uns beobachtet. Wir können sie vermutlich nicht hervorlocken, zumindest nicht im Moment. Vielleicht hilft uns ja das hier. Nee, schade. Ja, okay, dann müssen wir irgendwo nochmal vorbeikommen. Okay, jetzt bin ich bei dem nächsten Ding. Ach, wir waren hier in der Bibliothek. Aha, okay, und hier konnte man auch noch durch. Dann wollen wir mal wieder zum Stein werden. Was wir hier noch so bekommen. Zweimal Beutek ist Level 3. Sehr geil. Und ein Zauberbuch plus 5. Mana 70, Mana Regeneration 40. Das kennen wir auch schon, das Teil. Okay, nächstes Ding. Okay, jetzt bin ich beim letzten... Nee, gar nicht letzten, nicht. Beim nächsten. Vorletzten, glaube ich, ist das. So, wo haben wir ihn da? Bin ich mal gespannt, wo es denn hier noch hingeht. Das scheint ja ein bisschen weiter zu sein. Obwohl Mond und Moos nichts bedeuten. Ach du Scheiße. What the fuck? Okay. Schaffe ich den Sprung denn? Ja, schaffe ich. Man muss sich nur ein bisschen anstrengen. Und das Ding bricht weg. Das muss man natürlich auch wissen. Ach Mann. Ich stelle mich aber auch doof an. Ich glaube, ich kann ganz froh sein, dass es hier keine Leben gibt. Alter. So, jetzt mache ich Trick 17. Das war knapp. Zweimal Beutekiste Level 4. Wow, das Ding hatten wir noch nie. Und zweimal Megatrank. Schade, dass es hier nicht noch weitergeht. Ich hatte gehofft, dass es hier noch ein bisschen... größeren Bereich gibt, vielleicht sogar mit noch einem Boss oder so.
Erzeugt Filzhindernis. Ne, ich wollte irgendwas zerstören vielleicht. Banken, versteckte Wände, genau sowas. Aber ist klar. Gibt's natürlich jetzt nicht. Okay, lass mal das Ding hier öffnen. Ein Scorch-Eye. Okay. Ein Suzune-Ei. Okay, das kennen wir noch gar nicht. Silberne Feder. Wir benötigen, um bestimmte Monster weiterzuentwickeln. Kennen wir schon. Geldrank. Geil. Ein Riesensamen hatten wir aber auch schon. Aber trotzdem cool. Da war so ein Ei bei. Suzune. Kennen wir noch gar nicht. Bin ich mal gespannt, was drin ist. Okay, das ist irgendwie so eine Art Dämon. So ein Fuchsdämon oder so. Ja, von mir aus. Obwohl, wir können die eigentlich Foxy nennen. Wenn das wirklich so ein Fuchs ist, ich weiß es nicht. Hallo? Achso, falsche Taste. Die ganze Zeit Tab. Tab nicht, Umschalt. So, Foxy. Ich hoffe mal, das ist eins. Mal kurz reingucken, sonst muss ich es umbenennen. Sah jetzt einfach so aus. Ja, guck mal. Und Woll, oder? Ja, Wollfuchs. So ein bisschen wie aus diesem Märchen. Lass unsichtbare Plattform erscheinen. Sogar das. Krass. Okkultbestien Magier. Suzune sind fuchsartige weibliche Dämonen. Ja, also Gott sei Dank ist auch wirklich ein Fuchs. Sie sind schön anmutig und tödlich. Alte Erzählungen zufolge sind Suzune in der Lage, sich in Füchse oder junge Frauen zu verwandeln. Erst bei genauerem Hinsehen kann man einige Fehler im Aussehen erkennen, wie zum Beispiel unter dem Haar oder Fell verborgene Hörner. Oft ist es zu einem Zeitpunkt jedoch schon zu spät. Da sich die Suzune bereits nahe genug herangeschlichen hat, um ihren ruchlosen Plan, steht da, zu erfüllen. Man sagt, dass eine Suzune einen Mann genauso einfach töten kann, wie sie in ihren Bann ziehen kann, um ihn für ihre Zwecke einzusetzen. Geschichte. Manche Völker der alten Welt fürchteten die Suzune mehr als jeder anderes bekanntes Monster, da die Suzune angeblich junge Mädchen entführten, die sich zu weit von ihrem Zuhause entfernt hatten. Mit dem Versprechen von Macht und Unabhängigkeit sollen die Suzune sie in ihre verborgenen unterirdischen Behausungen locken, wo Tag und Nacht Feuer brennen und alles mit Ruß bedeckt ist. Dort, so hieß es, würden sie die jungen Mädchen in Suzune verwandeln, wenn man die Bedingungen bedenkt, unter denen viele Frauen in der Welt leben mussten. Konnte man meinen, dass dieses Schicksal gar nicht so schlimm war. Und womöglich beruhte die negative Einstellung zu den Suzune eher auf Vorurteilen als auf Tatsachen. Ja, so wie es meistens so ist. Interessant. Mir kommt das irgendwie super bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo in, keine Ahnung, einer Serie oder einem Film oder sowas schon mal behandelt gesehen. Also am ehesten muss ich gerade an Love, Death, Robots denken, aber das ist, glaube ich, keine Suzune gewesen. Das ist auch komplett abgefahren gewesen, die Folge. Ja, keine Ahnung. Suzune auf jeden Fall. Können wir auch mal kurz in die Skills schauen, was da denn so abgeht. So, Feuerangriffe, Hybridmeisterung, Blutmagie, okkulte Monster. Könnte man mit Gilgamesh irgendwann nochmal zusammenpacken. Hat ein paar Buffs, einzigartige Aura. Wenn ein verbündetes Monster einen Gegner Buff entfernt, stiehlt es diesen Buff. Ja, genau. Das auch. Wait, das ist doch genau das gleiche. Oh Gott, ich muss schon wieder ausstoßen. Was ist denn hier los? Was Dingens hat, oder? Ist das nicht das? Immer wenn ein Okkultmonster in deiner Gruppe einen Gegner angreift, stiehlt es einen Buff. Okay, das ist nicht der gleiche. Das heißt, wir könnten die sogar verbinden. Okay, da bin ich heiß drauf. Da habe ich mal Bock drauf, das nochmal irgendwann zu machen. Stiehlt es diesen Buff? Buff entfernt. Ja, okay, das ist nochmal was anderes, oder? Oder es triggert das gleiche. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, aber sieht ganz interessant aus. Mit Feuer und Wind am Start. Hat auch hier Heilung. Das ist auch noch ganz wichtig. Das ist mit Magie. Das ist mit Magie. Das ist eher physisch. Hier könnten wir auch auf Magie gehen. Aber das macht eher Stapel. Also müsst ihr auf jeden Fall beides machen. Hybrid halt, wie das vorher noch zu sehen ist. Helferbuff kann man hier mehrmals stacken. Gefällt mir. Automatische Heilung, sowas haben wir zum Beispiel bei uns auch. Bei Angriffen wird das Monster der Gruppe mit riesigen Gesundheit und 200% der Magie geheilt. Und es hatte, ich weiß gar nicht, ob das unser neues Typ hat, ob das Krillin auch hatte. Ja, okay, dann muss ich jetzt mal zum nächsten. Okay, Leute, ich bin jetzt gleich da. Ah ja, genau. Sah auch schon wieder ähnlich aus. So, es war übrigens das jetzt erst das vorletzte. Wir hatten noch einen weiteren Gang. Hey, das ist das Ding von diesem Bild.
von dem Titelscreen oder so. Da war auf jeden Fall dieses Vogelding auch drauf. Genauso wie so ein T-Rex. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Ah, der kann die Singer aufmachen. Das war seltsam. Ich glaube, ich habe noch nie ein solches Monster gesehen. Ich glaube, es will, dass wir eben diesen Weg entlang folgen. Dieses Gebiet ist vielleicht schon seit sehr langer Zeit versiegelt. Es könnte eine Falle sein, aber wir sollten trotzdem eine Erkundung wagen. Wir haben schon viele Gefahren gemeinsam gemeistert. Oh, nice. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay, wir sind aber immer noch im Strandgebiet. Wo ist denn der jetzt hin? Wahrscheinlich nach unten. Oh mein Gott.